Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, hier zu meinem 34. Stärkungsimpuls. Die Stärkungsimpulse habe ich ins Leben gerufen als Ablöse für die Sonntagscafés. Und somit bin ich ein bisschen variabler, flexibler und kann besser auf die Energien eingehen und muss nicht warten auf den nächsten Sonntag. Und du musst nicht immer live dabei sein, sondern kannst dir das anschauen, wann es für dich passt. Mein Name ist Jeanette Bieger, ich bin medialer Coach und lese im Feld der Energien und mache das schon seit einiger Zeit und freue mich, wenn ich dich dadurch bereichern kann und vor allen Dingen durch diese Zeit bringen kann, in der Zeit der Transformation, in der Zeit, wo wir alle zu uns selbst finden. Ja, der 34. Stärkungsimpuls steht mal wieder in dem Aspekt der Gemeinsamkeiten, Partnerschaften und der Gruppierungen, die sich jetzt auftun. Diese Stärkungsimpulse, die sind immer gedacht, damit du in deine Kraft findest, damit du in dieser Zeit Stärkung erfährst, dass du bei dir bleiben kannst, dass du in dir ruhen kannst und dass du deine Transformation optimal hinbekommst und in deine Kraft kommst. Ich habe eben gesagt, diese Zeit jetzt, mit der, die wir jetzt erlebt haben, zur Tag- und Nachtgleiche am Wochenende und auch der Vollmond hat das mit sich gebracht am 18., das ist der 18., ja, ich glaube, und jetzt auch die Energien, die im Feld sind. Du merkst vielleicht, dass es sehr ermüdend ist, dass es immer anstrengender wird und dann auch wieder Zeiten kommen, wo wir durchatmen dürfen. Du erfährst vielleicht, dass die Dinge mehr oder weniger Kopf stehen im Außen. Deshalb frage ich dich, was jetzt in dir Kopf steht. Oder vielleicht braucht es einen Kopfstand, damit du zu dir findest. Wachstum dürfen wir erleben, indem wir uns selbst nähren. Bisher haben wir Wachstum erfahren, wenn uns jemand anderes applaudiert hat, wenn uns jemand anderes Zustimmung gegeben hat und uns damit ausgerichtet oder aufgerichtet hat. Der Wachstum, den wir jetzt erleben, der geschieht durch uns, durch unsere Mitte. Und ich habe es schon mehrfach erzählt und es geht immer einen Schritt tiefer und zwar tiefer zu dir, tiefer zu dem, wofür du hier bist, tiefer in deine Verbindung und in deine wahre Essenz, das, was du hier raustragen darfst. Und die Energien jetzt zu dieser Tag- und Nachtgleiche, die haben uns dabei unterstützt. Es geht in den Frühling rein und du siehst es bei mir im Hintergrund, du und du erlebst es vielleicht selbst an dem Ort, an dem du bist. Der Frühling kommt durch und damit die Blüte, die Blätter und ein Baum fragt nicht, ob er jetzt da schön ist, so wie er ist, oder ob er das gut macht, wie er das ist, sondern es sprießt einfach. Und ja, dieses Samenkorn, was es in dir zu sprießen gibt, was du in dir trägst, das darf jetzt weiter zum Vorschein kommen und weiter in die Kraft kommen. Und im November, ich glaube im Oktober oder November, habe ich in einem meiner Sonntagscafés dazu aufgerufen, dir mal zu überlegen, was du jetzt sehen möchtest. Das bedeutet, wie du die Welt sehen möchtest, sehen und was du gesät hast oder was durch dich gesät werden darf. Und wenn du diese Übung mitgemacht hast im Herbst, dann schau doch mal zurück zu deinen Aufzeichnungen, was du da aufgezeichnet hast. Und guck mal, weil das darf jetzt sprießen. Und vielleicht war dir die Zeit im Winter
ebenfalls so ein bisschen, kam dir vielleicht so ein bisschen eingefroren vor. Und obwohl wir nicht richtig Frost hatten und nicht richtig der Winter durchkam, also diese kalten Temperaturen, wo wir in die Schockstarre gekommen sind, sind wir dennoch wie erstarrt gewesen. Und ja, vielleicht hattest du auch Zeiten, wo du am liebsten dich hast verkriechen wollen. Ich habe von einigen gehört, die dann tatsächlich eine Erkrankung, eine Erkältung, mit einer Erkältung niederlagen oder einfach gezwungen wurden, stillzuhalten, obwohl sie vielleicht gar nicht so wirklich krank waren. Aber ist ja auch egal, in diesen Zeiten dürfen wir diese Auszeiten nutzen, um ja, die Erkenntnisse für uns sprechen zu lassen, Erkenntnisse, wie wir in unsere Kraft kommen, was durch uns nach außen getragen werden kann. Und diese energetischen Highlights, die wir jetzt im Feld hatten, wie der Vollmond, die Tag- und Nachtgleiche, die Sonnenstürme und auch die erhöhte Energie, die jetzt immer mehr in unser Feld kommt und ja, die unterstützen uns dabei. Und nimm diese Unterstützung an. Ich weiß, dass viele von euch gerade ganz schön am Knappern sind. Da geht es um Themen in Gemeinschaften, in Partnerschaften. Vielleicht ist deine Partnerschaft auch zu Bruch gegangen, jetzt in den letzten Wochen, Monaten. Dann nimm das an, nimm das als liebevollen Hinweis an, dass du in deine Kraft kommen darfst und diese Kraft nicht mehr in einem Deal im Außen suchst, nämlich ich gebe dir das, du gibst mir das und damit du gibst mir meinen Selbstwert, sondern dass du damit in Frieden kommst und dass dieser Frieden kommt, indem du dich annimmst, indem du dein inneres Feld stärkst. Und ein Riesenaspekt von diesem Thema rund um dieses, wo du dich jetzt vielleicht einsam fühlst, vielleicht nicht wertgeschätzt fühlst, vielleicht ist auch, steht deine berufliche Existenz auf der Kippe. Warum auch immer werden dir da die Fäden gezogen oder den Boden unter den Füßen weggezogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann gilt es auch da, es zu hinterfragen, wo bin ich es mir noch nicht selbst wert? Denn wir sind hier, um unsere Göttlichkeit zu leben. Und mit unserer Göttlichkeit sind wir vollkommen. Und damit kommt auch der Selbstwert und damit kommt auch vor allen Dingen diese Energie ins Feld, dass wir, dass für uns gesorgt ist. Und wenn diese Energie im Feld ist, das für uns gesorgt ist, wenn wir meinen, wir sind optimal versorgt, wenn wir das tief, tief, tief verankert haben und verinnerlicht haben, dann wird das auch im Außen sichtbar werden. Du erkennst jetzt, dass das Feld extrem ins Wanken gerät. Die ganzen Lügen, ja, werden immer mehr aufgedeckt und du siehst, dass wir diese Showbühne, dass die anfängt zu bröckeln, dass dieses ganze Schauspiel mehr und mehr zu Fraß, ja, wird und dass wir das entsprechend gezeigt bekommen. Mit deinem Selbstwert und mit dieser Kraft, die du in dir stärkst, wird vor allen Dingen deine Souveränität ins Feld kommen. Und wenn ich von Souveränität spreche, dann hast du dich vielleicht auch schon mal umgetan oder hast auf meinem Telegram schon einige Infos dazu bekommen, gelesen.
Und diese Infos, die gehen immer um dieses Thema, wie komme ich in meine Souveränität? Und wenn wir wissen, dass wir ab unserer Geburt beziehungsweise ab der Eintragung in den Geburtenregister nicht mehr souverän sind, dann dürfen wir jetzt genau in diese umgekehrte Handlung kommen und das einmal energetisch, aber einmal auch wirklich in der Tat umsetzen. Ich möchte aber in diesem Video gar nicht so im Detail darauf eingehen, was du machen musst, um in deine Souveränität zu kommen, um deine Lebenderklärung zu machen, weil wir sind tatsächlich als tot erklärt ab dem Moment, wo wir in den Geburtenregister eingetragen werden. Und als ich das irgendwann vor so einem Jahr, anderthalb Jahren gehört habe, da habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht so wahr sein. Ich bin ja lebend, was muss ich mich denn da noch erklären? Außerdem kaufe ich Ware, ich bezahle meine Steuern und so weiter. Ich bin ja registriert, ja, aber du bist registriert als juristische Person und du bist nicht souverän. Das ist eben einfach so. Also deshalb schau dir gerne diese Videos an, die ich vor kurzem auf meinem Telegram-Kanal veröffentlicht habe, wenn dich das interessiert und wenn du sagst, okay, irgendwie was Komisches scheint da schon die Jeanette zu erzählen. Schau dir das einfach an. Aber die Souveränität, die beginnt auch in uns und das ist ein energetischer Aspekt. Und ich glaube, ich habe es selbst noch nicht getan, aber ich glaube, wenn du das im Außen veränderst, nämlich die Energie aus diesem Konstrukt rausnehmen und deine Lebenderklärung machst und deine natürliche Person gebärst praktisch, dann wird sich da auch energetisch noch einiges tun. Im Vorfeld gilt es aber jetzt schon, in deine Souveränität zu kommen und zwar mit deinem Selbstwert. Ich möchte dir von meinem Ritual erzählen. Ich habe an einem schamanischen Ritual am Wochenende teilgenommen. Und vielleicht kennst du es, vielleicht hast du es auch schon selbst gemacht. Ich war am Wochenende in einer weiblichen und in einer männlichen Schwitzhütte, also zwei Schwitzhütten. Und bei diesem Ritual merkst du, dass ein Teil in dir stirbt, sodass etwas Neues geboren werden kann. Und du hinterlässt dort Blockaden und Ängste und das, was dich da gerade behindert, in deine Kraft zu kommen. Und ich muss sagen, das war eine sehr, sehr, sehr starke Erfahrung, die ich da gemacht habe, denn es ging für mich vor allen Dingen darum, das Gefühl der Gemeinschaft zu spüren, das Gefühl der anderen Menschen, die jeweils alle in ihr Herz gekommen sind, in diesem Ritual, in dieser Runde und aber auch die Menschlichkeit nach außen gegeben haben, also auf die Gruppe, auf die Gemeinschaft. Und alles das, was abgetrennt ist, nämlich zum Beispiel unser Kopf und unser Herz, Ego und unsere Seele, das darf sich nun vereinen. Und wir dürfen unsere Gemeinschaft im Inneren nach außen bringen. Und erst wenn wir das gemacht haben, wenn wir uns vereint haben, wenn wir uns angenommen haben, dann können wir optimale Partnerschaften, Gemeinschaften führen. Und da dienen diese Energien dazu und die werden jetzt immer stärker. Und du wirst merken, dass immer mehr Dinge nicht mehr passend sind, nicht mehr dir zugehörig sind. Und das wird wegbrechen. So werden halt berufliche Themen, berufliche Partnerschaften aufgelöst werden, Kooperationen, sonstige Verbindungen, aber natürlich auch private
Freundschaften, Liebesbeziehungen und so weiter. Bei diesem schamanischen Ritual habe ich für mich wieder einen Schlüssel entdeckt, wie ich es schaffe, diese Grenzerfahrung, diese Erfahrung zwischen dem, oh, ich halte es jetzt gleich nicht mehr aus oder ich kann da nicht durchgehen, zu überbrücken, um es zu schaffen. Und weißt du, es galt da nicht, alle Kraft und allen Mut zusammenzunehmen, sondern es galt vor allen Dingen, meine Verbindung zu spüren, und zwar von meinem Kopf in mein Herz. Und ich wusste von meinem Herz her oder von meinem Bauchgehirn, ich kann das schaffen und ich schaffe alles. Und das nicht, weil ich mich durchbeiße, sondern weil ich mich öffne, weil ich mich der Energien gegenüber öffne. Die Energien, die mir vielleicht noch als Blockaden im Weg stehen, die mich jetzt spüren lassen, dass ich in meiner Grenzerfahrung bin. Und jetzt möchte ich dir sagen, wie ich das gemacht habe. Der ganz einfache Schlüssel dafür ist der Atem. Und ich habe dir das schon ein paar Mal erzählt. Und eigentlich spürt man das wirklich erst, wenn man in einer Schockstarre ist, in einem Bereich, wo du denkst, es geht nicht mehr weiter. Und vielleicht warst du auch schon mal so verzweifelt, dass du wirklich gedacht hast, es geht nicht mehr weiter und das Leben hat jetzt ein Ende. Und dann möchte ich dich dazu einladen, dass du tief in dich rein atmest. Und vielleicht kannst du auch dich barfuß hinstellen auf einen Boden, auf Erde, auf eine Grasfläche oder dich sogar hinlegen mit deinem Körper auf eine solche Fläche und atme. Und wenn du diese Möglichkeit jetzt gerade nicht hast, dann schließ dennoch mal die Augen. Und auch mit diesem Hintergrundgeräusch, was da jetzt gerade bei mir ist, lass es zu und tauch ganz in dich ein und spür, wie dein Atem durch deine Nase in deine Lungen nach unten fließt und durch den Mund wieder aus. Und wenn du jetzt mal reinspürst, wie sehr du deine Lungen füllst, dann füll sie beim nächsten Mal noch etwas mehr. Und vielleicht spürst du, dass eine Lunge sich offensichtlich mehr ausdehnt als die andere Lunge, dann versuch sie mal gleichmäßig auszudehnen. Und mach das noch ein paar Mal. Und wenn du meinst, du hast sie optimal ausgedehnt, dann mach sie noch etwas voller bei deiner nächsten Atmung. Und wenn du dich jetzt darauf konzentrierst, wo diese Atmung vor allen Dingen stattfindet, dann wirst du feststellen, es ist vor allen Dingen im Herzchakra und in deinem Solarplexus. Und
Wenn du dich noch verbundener fühlen möchtest, dann lass die Atmung noch tiefer fließen. Auf deinen Bauchraum bis zu deinem Bauchnabel. Und lass es noch tiefer fließen zu deinem Nabelchakra, das unterhalb deines Bauchnabels liegt, so ungefähr 3 Finger breit. Und guck mal, ob du dennoch deine Lungen füllst und dein kompletter Brustkorb, dein kompletter Brustraum sich ausdehnt. Und lass die Luft noch tiefer in dich einfließen, in dein Wurzelchakra. Und nach wie vor in die oberen Chakren und in deine Lungen. Jetzt nimm wahr, wie die Luft aus deinem Wurzelchakra raus sich wandelt in Wurzeln. Und diese Wurzeln, atme weiter ein und aus, diese Wurzeln wandern über deine Beine. Atme weiter ein und aus. Über deine Füße. In dein unterliegendes Aurafeld. Bis zu deinem Ende deines Aurafeldes. Hinein, hindurch, durch alle Erdschichten, bis es dann irgendwann in Mutter Erde ankommt. Verwurzel dich dort mit Mutter Erde und sieh deine dickste Wurzel, an der die Energie von Mutter Erde nach oben steigt. Und dich nährt. Nimm die Nährung wahr über Mutter Erde und über die Luft, die du einatmest. Vielleicht merkst du, dass du jetzt komplett aus deinem Verstand ausgetreten bist und nur die Verbindung fühlst, dein Vertrauen ist nun gestärkt und dein Verstand ist in dein Herz gewandert. Erlebe diese Einheit zwischen Verstand und Herz. Vor allen Dingen in Grenzsituationen, in Situationen, die dich einengen, die dir die Luft zum Atmen nehmen, wo du denkst, jetzt ist das Ende erreicht, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr weitermachen. Der Samen, den du im November gesetzt hast oder vielleicht schon ein bisschen früher, der darf nun aufgehen. Der darf aufgehen und sich zu Blättern entfalten, zu einem kleinen Stamm. Und es ist vollkommen egal, ob daraus eine Blüte wird, ein Obstbaum, Gräser oder irgendeine andere Pflanze. Deine Pflanze darfst du jetzt wachsen lassen und in das Licht bringen. Komm langsam wieder zurück
in dein Hier und Jetzt. Und vielleicht merkst du auch, dass jetzt irgendwie was anders ist. Deine Energie sich gewandelt hat und du wieder in deiner Stärke bist, in deiner Kraft. Atem hilft uns immer wieder dabei, in unsere Kraft zu kommen. Ich habe dir eben von meiner Grenzerfahrung berichtet, wo ich auch dachte, oh, ich halte das hier nicht mehr aus. Wenn wir in unserer Verbindung sind, dann wachsen wir über uns raus, weil wir in uns ruhen, weil wir unsere Urquelle ganz bewusst spüren und mit der verbunden sind. Ja, Octens hat ein neues Aufleben bekommen. Du hast vielleicht gemerkt, dass unsere Seite octens.com einige Zeit nicht richtig erreichbar war. Wir haben auch jetzt einen Telegram-Kanal, der heißt ebenfalls Octens. Du kannst dich gerne da mit uns verbinden. Wir freuen uns sehr. Wir haben einige neue Workshops, die wir ins Leben gerufen haben. Und vielleicht magst du bei dem einen oder anderen Workshop dabei sein. Es sind Online-Workshops, aber vor allen Dingen Offline-Workshops, denn Stefan bietet wieder Trommelbaukurse an und Trommelabende, wenn du da dabei sein möchtest, oder auch Gongabende, Gongbäder. Und ja, es wird im Herbst noch ein weiteres Seminar geben. Und da sei ganz gespannt, weil das geht mehrere Tage und wird in Norditalien stattfinden, in der Nähe des Gardasees wahrscheinlich. Und wir sind dabei, es gerade aufzusetzen. Aber ich kann dir schon ganz viel verraten oder so viel verraten. Es wird eine ganz spannende Geschichte und wir freuen uns für alle, die mehr in ihre Kraft kommen wollen, die in ihr Herz kommen wollen und die das Vertrauen aus sich heraus leben wollen, um die neue Erde zu erschaffen. Ja, in diesem Sinne, du bist viel größer, als du denkst. Entfalte dein wahres Potenzial, hab einen schönen Tag und genieß dein Leben, genieße dich. Bis ganz bald. Ciao, ciao.